Wir sind hier bei den Ruinen des Telsarai-Tempels. Wir sind gestern hier hingekommen und hier können wir zwei Ich Quests habe euch annehmen. erwartet. Das rachsüchtige Herz tötet 10 Verheerer des Sinjar-Tar. Wir sehen uns wieder. Vortex. Benutzt die Kugel des stürmischen Wassers, um 30 schwärmende Schlangen einzufangen. Geht mit der Also, wir haben hier diesen Vortex, den können wir hier hinwerfen und dann werden Schlangen eingefangen. Ja, und das Ganze müssen wir so lange machen, bis wir 30 Stück haben. Was etwas dauern könnte. Also normal kriegt man immer so 4 bis 6 Schlangen bei einmal. Alter, nein. Sehr schön. Am besten auch immer da machen, wo nicht unbedingt gerade noch ein anderer ist. So, 10 Stück brauchen wir noch. Ich kill mal den hier. Und dann machen wir hier mal. Hier. Ja, wenn ich jetzt nicht noch einen Sechser erwische, dann muss ich das Ganze noch mal werfen. So, dann würde ich das jetzt hier einmal machen. Vielleicht kriegen wir 6 Stück. Jawohl, haben wir gekriegt. Sehr schön. Gut, dann heißt es jetzt nur noch Verheerer killen. 7 Stück brauchen wir noch. Na, du kannst. Ach doch. Tag. Ich finde es aber gut, dass die Schlangen wieder abhauen, wenn wir den Mob gekillt haben. So, wie willst du das denn jetzt mit den Schlangen machen, hä? Oh, sind gar keine Schlangen da, die du rufen kannst, hä? Tja, würde ich sagen, Pech gehabt. Wie viel brauchen wir denn jetzt noch? 3. Ja, noch ein paar Sachen austauschen vom Equip, was wir haben, und dann geht's endlich mit dem Schaden. Hallo? Wo kommst du denn her? Hast du gemerkt, dass wir hier eine Party feiern oder was? Bam. Uhr weg. So, da drüben können wir was mitnehmen. Meins. Meins, meins, meins. Ja, die Preise für Sturmwinde und Acharas, Schlag mich tot, wie heißt's? Acharas Schleier, die sind im Auktionshaus auch momentan. Seid gegrüßt. Eieiei. Wir sehen uns wieder. Tiefenlord Sinjar-Tar, tötet Tiefenlord Sinjar-Tar. Geht in Frieden. Mögen die Alles Vorfahren klar. euch schützen. Der ist da hinten. Da ist Tiefenlord Sinjar-Tar. Ihr habt euer Loch also verlassen. Die Lady wird euch schon noch holen.
heile mich mal zwischendurch. Der macht fast keinen Schaden, aber sicher ist sicher. So, der hat die eine leuchtende Perle. Eine Perle der Weisheit. Bringt die leuchtende Perle zu Erdheiler Duan in der Silberfluthöhle. Machen wir doch gerne. So, also hier an den rosa Punkten seht ihr, wo Poseidus spawnen kann. Ja, wie gesagt, ich habe den noch nie gesehen. Was? Gut, den zeitverlorenen Drachen habe ich auch noch nie gesehen. Aber den habe ich ja mit meinem Paladin bekommen gehabt, jetzt in Wrath of the Lich King. War auch ein ganz, also hier, zeitverlorener Proto-Drache. Fliegt normalerweise in den Sturmgipfeln in Nordend rum. Und ich habe den vorher auch noch nie gesehen. Ich mit meinem Paladin gerade am Juwelenschleifer Daily machen, fliegt dahin zu der einen Höhle, wo diese Zwerge sind für zwergische Bronze, schlag mich tot. Und auf einmal fliegt da dieser zeitverlorene Protodrache. Jo, war recht schön. Endlich mal gekriegt. So, dann einmal abgeben. Ein sehr schöner Gürtel. Ja, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit und ziehen ihn auch direkt an. Da ist der Gürtel. Nespira. Betretet Nespiras nordwestlichen Eingang und findet dann einen Weg, um mit ihr zu sprechen. Wir sehen uns wieder. So. Also. Nespira ist eine Schildkröte. Hier drüben. Und der nördliche Eingang ist hier. So, das ist der nördliche Eingang. Wir gehen jetzt einmal hier rein. Ja, hier bei der Quest ist es manchmal etwas komisch, weil die nicht gleich so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Aber diesmal funktioniert sie, weil die beiden erscheinen eigentlich nur, man muss hier drüben rein. Wenn man jetzt direkt hier drüben reinreitet, kann es sein, dass die beiden nicht erscheinen. Dann muss man wieder raus, muss wieder rein und muss hier langsam reinlaufen. Ja, ich komme doch schon. Und hier haben wir das Gehirn von Nespira. So, abgeschlossen. Dann einmal abgeben. Kontaktaufnahme. Beobachtet er Erdheiler Duan, während er versucht, mit Nespira zu sprechen. Mögen die Vorfahren euch. Mach mal hinne. Nichts geschieht. Ich habe euch erwartet. So, beenden. 82 geworden. Sklavenarbeit. Benutzt Durans Seil, um 8 versklavte Perlenminenarbeiter zu retten. Geht mit der Erden. Bestraft sie. Tötet 7 Schildwachen des Itrakes und 7 Verzauberungen des Itrakes. Möge die ewige. Alles klar. So, wir müssen jetzt einmal hier runter. Hier sehen wir schon die Mobs rumlaufen. Ich will mir kurz mal den draufhauen. Gut, also hier unten können diese Perlenminenarbeiter sein. Hier einmal anklicken, das und dann holen wir die so gesehen hier unten raus. Und das Ganze müssen wir 8 Mal machen.
Warum eigentlich sind da nur Huddler? Ich nicht verstehen, was du sagst. Ich kann kein Hordisch. Orkisch, in dem Fall, glaube ich. Also, die Schildwachen, die laufen hier außen rum und ich glaube, die Verzauberinnen da drüben zum Beispiel. So, hier haben wir der Allianz. Nehmen wir natürlich auch mit. Komm mal raus. Bitteschön. Ja, habe ich wohl. Hier unten sind nur Hordler. Ja, ist eigentlich egal. Der ganze Kampf zwischen Allianz und Horde ist eh 5. Anus. Deswegen heißt mein Magier Arakanus. Okay, brauche ich gar nicht anklicken. So, dann, wir brauchen jetzt noch 7 von denen. So, und wir brauchen noch 4 von den Schildwachen. Also wie gesagt, ich glaube die... Ey. Hall. Was ist denn das jetzt? Normalerweise, wenn ich Gestalt wechseln, müsste ich eigentlich da rauskommen. Also normalerweise müsste ich da rauskommen, wenn ich die Gestalt wechsle. Ich könnte es jetzt nochmal probieren, will ich aber nicht unbedingt. Wir brauchen eh nur noch 3 Stück. Weil die Verlangsamung, die kriegen wir ja auch weg, wenn wir die Gestalt wechseln. So. Ich komme da nicht raus. Normalerweise entfernt jegliche Bewegung. Der Akt des Gestaltwandels befreit euch von Bewegungsverlangsamenden nur noch. War das früher nicht, dass man aus jeder Art von Bewegungseinschränkung rauskommt? Ja, Blizzard ändert eine Menge. So, davon brauchen wir jetzt noch 3. Was haben wir hier drüben? Der Ruf der Klinge. Also, ich glaube, der Ruf der Klinge ist aber eine Hordenquest. Also, es hört sich für mich jedenfalls Hordenquest-mäßig an. Ruf der Klinge. Ich hau mir mal eine Heilung drauf und dann
machen wir hier den letzten. Sehr schön. Beide Quests abgeschlossen. Hier drin, nein, hier drin können wir auch reiten. Ich weiß nicht, ob wir hier drin vielleicht auch sogar fliegen. Ich glaube es eher nicht. Nee, ich kann hier keinen zeitverlorenen Protodrachen rufen. Heißt, wir können hier drin auch nicht fliegen. Ich kann hier auch keine Fluggestalt machen. Mögen euch die Winde leiten. So, das hier. Mögen die Vorfahren euch schützen. Oh, ein sehr schöner Rücken. Ein schöner Rücken kann auch entzünden. Wir sehen uns wieder. So, da ist der Rücken und wir sind schon wieder bei über 16 Minuten. Wir machen dann morgen hier weiter.